Hi, in dem Video erkläre ich euch, wie der Blinker funktioniert. Wenn man von vorne hier drauf guckt, kann man vielleicht sehen, dass an so einem Blinker mehrere Möglichkeiten existieren. Da ist von hier außen der Tempomat, ja, denn von hier oben kann man den auch einstellen, aktivieren. Dann hat man hier noch die Lichthupe, das sieht man hier auch an der blauen Kontrollleuchte und so weiter. Uns geht es jetzt erstmal um die Blinkfunktion. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wenn ich den Blinker, also angenommen ich lenke nach rechts, dann bewege ich ja die Hände so rechts rum und gleichzeitig hebe ich diesen Hebel hier nach oben. Wenn ich den Hebel, den Blinkerhebel, ganz leicht anticke, blinkt er dreimal. Ja? Das kann während der Fahrt mal passieren, dass man so, wenn man die Spur wechseln möchte oder so, tickt man den Hebel aus Versehen ein bisschen an, dann blinkt der dreimal. Keine Panik bekommen, nicht direkt andersrum blinken, dann blinkt er nämlich auf der anderen Seite dreimal. Das ist so eine Komfortfunktion, das haben neuere Fahrzeuge. Ja, ich zeige das nochmal, ich drücke hier ganz leicht drauf und dann blinkt er das Ganze dreimal, dann geht er alleine wieder aus. Ich habe aber auch die Möglichkeit, den Blinker einzurasten. Dann drücke ich den ein bisschen weiter, das können wir jetzt mal sehen. Dann hört man so auch so ein Klickgeräusch, Achtung. Und jetzt ist der Blinker ganz eingerastet und jetzt blinkt er, bis die Batterie leer ist. Ja? Oder bis wir einen bestimmten Lenkwinkel erreicht haben. Ich lenke jetzt hier mal nach rechts und meistens hört man dann auch schon dieses leichte Knack. Hat man das gehört? Und dann lenke ich in die Kurve und wenn ich jetzt aus der Kurve wieder zurücklenke, macht der Blinker, zack, folgendes. Er geht ganz alleine aus, ohne dass ich da mit dem Finger rumpatschen muss. Ja? Ich zeige das nochmal. Ich blinke hier nach rechts, nach oben. Und dann schlage ich hier ein, fahre in die Kurve und sobald ich wieder zurückfahre, klack, geht der Blinker ganz alleine aus. Fertig. Gut, jetzt hat man bei so einem Fahrzeug ja mehrere Blinker. Ich blinke jetzt mal nach links und oder nach rechts, können wir auch machen. Dann sieht man hier oben diese Kontrollleuchte, das haben wir ja schon gut drauf. Und außen am Fahrzeug blinken jetzt auch die Blinker. Und zwar einer vorne und einer hinten. Und manche Fahrzeuge haben dann noch in dem Außenspiegel, ich mach mal die Tür zu, können wir uns mal angucken, haben dann hier noch in dem Außenspiegel eine Kontrollleuchte. Ja. Hat nicht jedes Fahrzeug, aber die das haben, das kann man da ganz leicht erkennen am Spiegel, da ist dann hier dieser Leuchtbalken dran. Funktioniert alles über diesen Hebel hier. Ja. Jetzt habe ich den Blinker wieder ganz eingerastet, dementsprechend muss ich jetzt hier so zack einmal einschlagen und so ist er wieder aus. Wunderbar.